Yo, ich habe eine schicke neue Sonnenbrille. Senior, cool. Senja, cool, bringt die eigentlich was? Wahrnehmung plus eins. Eigentlich müsste das minus 1 sein. Man sieht doch mit Sonnenbrille weniger als vorher. Tja. Oh, kann ich die hier. Ach komm, die esse ich jetzt gerade mal schnell. Die Sonnenbrille? Ja, genau. Ach so, und ich wollte Steroide mir nehmen. So. Oh, geiles Zeug. Ey, ich habe Pillen geschluckt. Was ist das denn für ein Hohn? Aber jetzt kann ich kurzzeitig mehr tragen. Ist gedopt. Ich bin wirklich gedopt. Ich habe jetzt das komplette Inventar freigeschaltet. Plus 4 weitere Slots noch mit dazu. Oh mein Alter. Gott. Was denn mit los? So, kommen Sie. Wo geht's eigentlich hier Ja, lang? lauf nicht so schnell, weil du bist bei mir einfach zeitverzögert. Ja, oh, ich war hier noch gar nicht. Ja, Fällt mir ich war gerade da ein. gerade. Ach Kommst du nur nach so. oben und da geht's aber nicht mehr weiter. Aber hier ist noch überall ganz viel Mais. Immer noch was drin. Dann nimm mit. Ja, das Dann mache ich Mais. auch. Aber es ist toter Mais, da kriegst du auch eh keinen Maiskolben raus. Aber bringt Erfahrungspunkte. Toll, ein bisschen Maiskloppen. Ja, immerhin. So, und hier sagst du, war nichts mehr? Da ist nichts mehr, ne? Ja, okay, gut. Dann follow me. Alter, ich bin so schnell auf einmal. Und ich laufe nur ganz normal. Probier es mal mit Gemüse. Huch! Jetzt bist du ziemlich schnell runtergeglitscht. So, wir gehen hier. Das ist quasi eine Doppelhaushälfte. Zwei Doppelhaushälften. Hier, kommen Sie. Ja. Ah. So, wir könnten natürlich jetzt hier. Kommen wir da eigentlich? Nee, du kommen wir nicht durch. Okay. Wir könnten den Sandsack da wegkloppen. Das dauert aber ewig. Deswegen gehe ich mal hier außen rum. Okay. So, hier musst du mit Schmackes rüber. Oh Gott. Das Jo. war so klar. Genau. Probier mal, ob ich vielleicht die zweite Tür hier aufmachen kann. Vielleicht haben wir Glück. Ja, hier ist noch so eine Tür. Es sind überall ja noch verschlossene Türen. Na toll, hinter der Tür sind auch wieder so olle Sandsäcke. Hier, warte. Hallo? Ach, hast du den Sandsack da weggekloppt? Ah. Warte mal, ich muss eben kurz was trinken. Die Steroide ziehen leider etwas an meinem Durst. So, pass auf, jetzt gehen wir mal hier hoch und dann kommen wieder die ganzen Schweinchen. Ja, geh du mal lieber vor. So, die sind aber alle hier im Gefängnis drin. Okay. Wir kommen da von oben aber rein. Okay. Also irgendwie müssen wir wahrscheinlich dann hier mal hoch. Ah, hier, Moment. Den habe ich noch durchsucht. Toll. Ach so. Ah, so meinst du. Ah. Die Frage ist nun, wir müssen das Schwein da erstmal rausholen. Oh, ein Nahrungsstapel. Na Hallo? toll, und keine Nahrung. Was ist das? Durchfall heilen. Oh, du hast nicht zufällig noch was zu essen, oder? Doch, bestimmt. Warte mal. Ich habe Schmerzmittel. Hilft das auch? Einfach was Schmerzmittel essen. Aber ich habe schimmliges Brot. Na super. Aber ansonsten muss ich echt gestehen. Sieht zappig aus bei mir. Vitamine habe ich auch noch. Ich will einfach mal so ein großes Fleisch essen. Ich das hier nicht mal wegmachen?
Ah, toll, dahinter ist auch Kacke. Gut, es führt glaube ich nichts dran vorbei. Ich muss das hier wegkloppen. Ich musste jetzt gerade einen Super Mais essen. Aber oh nein! Aber ich hatte 8. Jetzt habe ich zwar nur noch 7, aber es reicht vorher auch. Ja gut, ich habe nur einen insofern. So, du klopfst jetzt das Schwein da rum, okay? Ja, ich mache hier gerade erstmal auf. Das dauert leider ein bisschen. Alter, ich höre ein Peng, Peng, Peng nur im Hintergrund. Ja, das ging einfacher. Du bist auch keiner, der Gefangene macht, oder? Nee. Da, weg mit dem Schwein. So, komm schon, jetzt habe ich das gleich. Schnarch. So, das Schwein auseinander nehmen. Doch nicht. Na toll, das muss ich auch noch wegmachen. Ich habe schon wieder Durst. Die Steroiden ziehen ganz schön ne? Flüssigkeit. Wo ich denn jetzt wieder raus? Warst du wieder zu voreilig? Ich sehe da nur zwei Füße oben links laufen. Hä? Ich stehe gerade in der Luft. Ja, das kommt manchmal vor. Das ist normal. Machst du das Real Life nicht? Schicke Aussicht hat man hier. Oh, da sind ein paar Freunde unten. Auf jeden Fall. Oh, da kommt eine korpulente Dame. Huch. Jo. Ich kann dir leider nicht mehr helfen, weil ich komme hier nicht mehr weg. So, ich habe mir schon helfen können. Gut. Meine Käfig auch. Keine Klappe. Da kommt aber noch jemand. Hallo? Waren wir vorhin. Oh. Alter, warum one-hitte ich die denn manchmal? Man, nicht, dass mich das stört, aber. Mann, ich komme mal nicht. Ah, so. Schleichschadensbonus mal 2. Cool. So, ich habe hier übrigens ein Schwein, das kannst du auseinandernehmen. Da kommt noch eine korpulente Dame. Aua. Aua. Oh. Dass ich mal so grob sein muss. Wo bist denn du gerade? Ja, wo bin ich? Weil das Schwein liegt hier noch. Das, nicht, dass das nachher despawnt. Oh nein, da kommt noch ein paar. Bring noch ein paar Freunde mit, okay? Ja, ja. Bin schon wieder durstig. Durstig. Kommst du jetzt von unten wieder hoch? Ach da. Ich stehe mal hier Wache. Alter. Wow, 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 wow. Oh nö. So geht's natürlich auch. Hier wieder raus. Deswegen bin ich da nicht reingesprungen. Ach doch, ich kann doch hier den Holzpfeil nehmen.
kommt denn der jetzt noch, Alter? So ein komischer Krabbler. Kann ich den jetzt hier nicht mehr hinstellen? So. Hallo? Guten Tag, ja. Ich würde dich ja gerne hochziehen, aber das ist leider nicht möglich in diesem Spiel. Alter, 1000. Ja, ich habe davon gerade 2 erledigt. Okay. Okay, dann bin ich jetzt hier. Ich glaube, wir sind mit dem Haus tatsächlich durch, wa? Wie viele Schweine hatte das Haus jetzt? Genug. Ja, meine Steroide wirken auch leider nicht mehr. Sehr kurze Wirkung. Ich brauche neues Zeug. Bin ich auch wieder überlastet, so ein Mist. Bist du das gerade, der die Geräusche macht? Ja. Was machst du da? Ich versuche gerade eine Leiter hier hinzubauen, aber das funktioniert leider nicht. Es wäre, glaube ich, einfacher, einfach so einen Tausender-Teil kaputt zu machen. Ich bin jetzt leider schon unten, weil ich vom Dach runtergesprungen bin. Sonst würde ich dir jetzt helfen, das kaputt zu machen. Aber ich glaube, bis ich wieder oben bin, hast du das Ding schon alleine kaputt gemacht. Ich schaue mich hier draußen nochmal gerade eben um, ob es noch hier was Spannendes gibt. Ich werde noch mal ein bisschen Holz mitnehmen. Gefangen im Käfig. Jetzt werde ich selber zum Schwein. Wahrscheinlich waren das... Hast du Chihiros Reise ins Zauberland geguckt? Jo. Wahrscheinlich waren das früher... Alles war Menschen gewesen. Die haben einfach irgendwas gegessen und sind alle zu Schweine geworden. Stimmt. So, oh, ich habe einen Stein gefunden. Doch nicht. Geht nicht, gibt's nicht. Balu, 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 Balu. So, jetzt aber. Ich sammle hier draußen noch ein bisschen Holz. Ich mache hier auch gar keinen Krach. Oh. Sieht schon ein bisschen dichter aus hier gerade. Toll, Gegenstand muss repariert werden. Ja. Pünktlich zum... Baumfeld. Bringt das was? Top, toll. Bobs Boas. Ich dachte, das wäre das ganze Schild, aber ich weiß das nur. Diese... Ich dachte auch eigentlich erst. Vor allem, du hast ja die ganze Zeit draufgehauen und ich dachte mir schon, warum kriegt das keinen Schaden, das Teil? Und dann verschwindet irgendwann einfach der Buchstabe. Sehr gut. So, voll bepackt mit schönen Sachen. Die uns alle glücklich machen. So, dann hast du ein bisschen was zu kochen, glaube ich, ne? Ja. Gibt's jetzt erstmal die nächsten 5 Monate Fleisch. Warte mal, wie viel haben wir denn? 250. 308. Alter, 308 Schnitzel. Ja gut, aber für ein Schnitzel braucht man, glaube ich, auch 5. Warum auch immer. Wahrscheinlich so ist das ein bisschen Hackfleisch. Ja. Aus Schweineresten. So wie Fischstäbchen, nur mit Schweinen.
Vor allem, ich bin ganz froh, dass die Sachen keine Haltbarkeit haben in diesem Spiel. Stell dir mal vor, die würden auch noch ablaufen. Dann würde es überhaupt nichts bringen, wenn wir das alles jetzt sammeln, weil die Hälfte davon müssen wir am Ende sowieso wegschmeißen. So, dann speisen wir mal alles in unsere schöne Sammelkiste rein. Wie er sich noch umguckt, ob ich auch die Tür zumache. So, das hier. Huch. Ach so, ich zeig dir jetzt nochmal die paar schönen Sachen, die ich gefunden habe. Leder. Alter, die ist krass. So, dann gucken wir mal. Was haben wir denn hier so Schönes? Aha. Okay. Die hat 14 und 1, die ist sogar ein bisschen besser. So, was sagst du zu der hier? Was denn? Die Jacke, die ich anhabe. Ach, die. Yeah, voll der Mantel. Das ist auch ein, warte, ein Lederstaubmantel. Und wenn du möchtest, dann Nice. kannst du dann das hier haben. Ich weiß jetzt nicht, das ist meine alte Jacke, ob die noch gut genug für dich ist oder ob du auch was hast, was besser ist. Wenn du was Besseres hast, dann kannst du die einfach oben in die Klamottenkiste packen. Oder du schmeißt die einfach hier rein, dann sortiere ich die bei der Gelegenheit in die Klamottenkiste ein. So, dann habe ich noch diese hier. Ich hatte noch gar keine. Oh ja, guck mal, dann ist ja. Oh, so. Dann habe ich noch schöne neue Schuhe. Und. Okay, das ist da besser. Dann schmeiße ich dir meine alten auch mal dahin. Wie gesagt, was du nicht brauchst, schmeiß einfach in die Kiste rein. Dann nehme ich mir dann nochmal weg. Jo. Okay, das ist wahrscheinlich dagegen. Leichte Rüstung. Okay, das ist auf jeden Fall besser. So. Und neuen Hut. Einen neuen Hut. Super. Willst du jetzt Football spielen? Aber der ist gar nicht mal so schlecht. So, Pflanzenfaserhut hast du selber, den kann ich direkt zerlegen, denke ich mal. Ja. So, und was ist das hier? Okay. Alter, wieso hat eine Taschenlampe Nahkampfschaden? Ich denke, die Leute blenden oder? Frage mich nichts. Die an. Gucken Sie mal. Aber machen Sie mal den Mund weit auf. Sagen Sie mal, ah. Okay. Warum? Die Taschenlampe ist eine Lichtquelle, die mit der Lichtquellenaktion an- und ausgeschaltet werden kann. Und was ist die Lichtquellenfunktion? Ach so, wahrscheinlich. Vielleicht brauchst du noch Ah! Batterie? Oh, guck mal! Oh, Junge. Machen Sie mal! Ah! Ja, nice! Das ist Jetzt auf kann ich jeden schon. Fall. Ja, pass mal up, dann kann ich doch hier eigentlich meine eine Fackel, die brauche ich dann ja gar nicht mehr. Hau ich die mal hier übers Klo. Und dann lege ich mir nämlich mal das auf die 1.
Die macht zwar nicht so viel Damage wie die Fackel, aber ich habe die Hoffnung, dass ich die dann auch gar nicht nachts einsetzen brauche. So, ich habe auf jeden Fall Hunger. Was haben wir denn noch hier? Ich nehme mal ein bisschen Mais und eine Dose Fong. Ach, was die Oma kocht, ist immer lecker. Ja, mein Kind. Ich weiß gar nicht, was man an der Oma aussetzen kann. Mh, lecker. Ach, jetzt hab ich das. So. Das reicht noch gar nicht. Gekochtes Fleisch. So, ich brauche jetzt erstmal Metallteile. Wo sind die denn? Die oben irgendwo, ne? Metallteile? Ach ne, diese Werkzeugkisten da zum Reparieren. Die müssten, glaube ich, irgendwo oben sein. Wofür brauchst du den? Was musst du denn reparieren? Mein Messer. Ach so, ja, das ist natürlich wichtig. Das gebe ich dir recht. Habe ich denn, ich habe doch, glaube ich, noch einen Skillpunkt. Ja, ich habe einen Skillpunkt bekommen. Dann kann ich jetzt Altstoffsammlung mal lernen. Das hast du noch nicht gelernt, ne? Was kann das? Da kann ich Schraubenschlüssel nämlich bauen. Achso, nee. Dann mache ich das mal. Habe ich jetzt gemacht. Bin ich jetzt Schrottsammler. Hast du einfach so gemacht? Ja. So, Schraubenschlüssel. Geschmiedetes Eisen, mechanische Teile und Klebeband brauche ich dafür. Hey. Die Frage, na gut, mechanische Teile kriege ich so nicht, die muss ich mir wahrscheinlich irgendwo craften. Ja, mach die Kiste doch auf. Bitte? Ach, nix. Nee, haben wir noch nicht. Mist. Ach, die sind übrigens ganz hinten in der letzten, falls du diese Reparaturkit suchst. Ist es so klar. I nur zwei Stück. Entschuldigung. So, kann ich denn hier vielleicht dann mal... Dann brauchen wir echt mal mehr. Da krieg ich nichts raus. Mist. Ich brauche mechanische Teile. Reparaturkit. Geschmiedetes Eisen und Klebeband braucht man dafür. Klebeband ist eigentlich nicht so schwer. Können wir aus Kleber und Stofffetzen machen. Und geschmiedetes Eisen kann ich hier an der... Was? Lol. Was? Was ist passiert? Was hast du gemacht? Ich habe gar nichts gemacht. Vielleicht durch das... weil ich ja infiziert war. Aber das war noch nicht bei 100%. Okay. Ja gut, du stehst... Bist nackt. Aber du hast einen Rucksack. Geh weg. Was? Achso. Entschuldigung. So, jetzt gucken wir nochmal eben. Geh doch mal weg. Waffenschrank. Achso, ich wollte. Habe ich das jetzt als Favorit gesetzt? Sag mal, juckt das Fell? Immer wieder schön. Schraubenschlüssel, geschmiertes Eisen, Klebeband und mechanische Teile. Achso, jetzt. Oh, toll, jetzt wird es auch noch Nacht. Geschmiedetes Eisen. Kann ich auf jeden Fall herstellen. Ja, wenigstens brauche ich jetzt nichts mehr essen. Das ist natürlich der Vorteil daran. Allerdings verlierst du ein paar Erfahrungspunkte, mein Lieber. Ja, weißt du was? Da kannst du machen nichts. Ja, gut, das ist natürlich so. So, was machen wir denn jetzt wieder nachts? Mensch, das ist immer so ätzend mit der Nacht. Ach so, ich habe doch diesen einen,
Chemielabor-Dings gelernt. Chemiestation. Hey, das kriegen wir ja relativ einfach hin. Wir brauchen dafür nur einen Messbecher, ein brennendes Fass, 3 Kochtöpfe, 15 kurzes Eisen und 40 Holz. Vorteil, was ist das denn? Hä, Vorteil? So, dann gibt es verwendete Kochtopf, Drohne, Benzin. Okay. Kann ich einen. Ne, Messbecher kann ich nicht herstellen. Das muss man. Brennendes Fass kann ich herstellen. Kostet 3 geschmiedetes Eisen und 10 Holz. Das ist nicht das. Das ist nicht so schwer. Wo muss ich das machen? Offenes Feuer und flackerndes Licht wie bei Fackeln. Ziehen Zombies an. Nein, sag nur. Es ist nicht so, dass wir hier überall Fackeln in der Wohnung haben. Gut, was ist das hier für ein Symbol? Kann man das... Ist das eine Werkbank? Dafür brauchen wir erst die Werkbank für. Und was brauchte ich dafür nochmal? Bauplan, Werkbank, fortgeschrittener Ingenieur muss ich dafür erst lernen. Wo haben wir das denn? Fortgeschrittener Ingenieur. Stellt Arbeitsstation, Betonmischer her. Ich glaube da. Oh Mann, ey, da muss ich so viel. Muss ich erst noch weiter aufsteigen? Mann, ey. Ich mach noch mal Fackeln. Damit wir doch mehr Zombies anlocken. So, wo haben wir denn hier die Sachen? Ich hätte eigentlich eine Fähigkeit. 2 sogar. Ui, der feine Herr? Der feine Herr, ich sag's dir. So, Stofffetzen hatten wir gesammelt, aber die haben wir, glaube ich, noch nicht einsortiert. Deswegen gucke ich mal eben hier in unserer Gabeltruhe. Da sind sie. Was hatte ich denn? Präzisionsmais. Fackel. Ja, Sprengmais. So, wo muss ich denn noch welche aufhängen? Auf jeden Fall brauchte ich eine noch hinten bei der Schmiede, weil es da so dunkel ist. Alter! Die ist voll übertrieben. Ja gut, flackerndes Licht locken Zombies an. Ich glaube, dann baue ich draußen besser mal keine Fackeln, wa? Nicht, dass wir nachher wirklich noch Halligalli haben. Mama Hella. Alama Hane Umama. Oh, hier geht nicht. Aber hier noch eine. Gucken, wo kann ich denn noch Fackeln hinmachen? Wo ist denn noch nicht hell genug? Hier könnte vielleicht noch eine hin. So. Hier ist eigentlich hell genug. Aber hier. So.
Manchmal will er die nicht platzieren. Ich verstehe gar nicht warum. So. Ja, ist auf jeden Fall. Jetzt können wir endlich mal in unserer Wohnung genug sehen. Was sagst du denn dazu? Bautzi? Ja, gucken. Achso, ich guck gerade schon, ob im Discord weg bist. Nee, nee. War hier gerade noch am Kochen. Und da brauchst du eine volle Konzentration. Was? Ja, ja. Was? Hä? Was? Ich hab gesagt, hier drin kann man was sehen. Ja. Alter. Ich nehme mal 5 raus, ne? Ich glaube, das fällt kaum auf. Vor allem, da sind noch 20 drin im Ofen. Alter. Vor allem, ich glaube, man muss nur immer aufpassen, dass man nicht zu viel von einer isst. Also von derselben Sorte. Obwohl, ich hatte ja, also das war ja bei dem Mais und dem Fleisch so. Ich habe nur 1 gegessen, das erste. Und sofort vergiftet. Ich glaube, das war einfach dann Pech. Oder vielleicht solltest du Lotto spielen. Gewinnchance 1 zu 1 Million, oder wie das nochmal war? Ja, richtig. Was brauche ich nochmal, um Verbände zu machen? Stofffetzen, ach was. Brauchst du auch noch welche? Ach, Verbände kann man nie genug haben. 8 Stück kann ich noch machen. Ich will eigentlich auch mal als Favorit setzen, Verband. Was ist denn... Verband und Erste-Hilfe-Verband. Was bringt der denn? Maschine, Verband stoppt Blutung, heilt Wunden und stellt die maximale Gesundheit wieder her. Ja, das ist schon nicht schlecht. So, wie viele Verbände hast du noch auf Tesch? Einen. Ja, pass mal ob, dann... dann nimm mal hier. Nimm, was du kriegst. Dann haben wir beide nämlich 5 und dann hoffe ich mal, reicht das für den Moment erstmal wieder. Perfekt. So, dann habe ich denn noch gerade was zum Einschmelzen. Aber mal so und dann hole ich mal eben schnell die Sachen, die wir einschmelzen können, hier raus. Hier. Oh, geschmiedete Stahl haben wir sogar drin. Das hier, Kleber haben wir auch. Fein, fein. Was hat denn der liebe Fauzi? Oh, einen fortgeschrittenen Blasebalg. Ja, hab ich gefunden. Gott, das ist ja... Oh, noch mehr Lehm. Geil. So, hier, Klebeband. Du hast aber auch ein paar nützliche Sachen gefunden. Ist schon nicht verkehrt, muss ich ja mal sagen. So, ja, sind wir eigentlich schon wieder am Ende der Folge. Ich würd sagen, wir fangen dann die nächste Folge an, wenn wir wieder was machen können, wa? So, wenn es wieder hell draußen wird. Das ist richtig. Dann können wir jetzt noch so ein bisschen Gedönsel machen, hier einsortieren, schmieden, du kannst noch kochen und so. Und das ist ja alles nicht so wirklich spannend, dann... würde ich sagen, in der nächsten Folge mal schauen, ob wir uns dann mal dem lieben Dungeon da unten in dem Häuslein widmen können. So machen wir das. Dann würde ich sagen, danke fürs Zusehen und bis dahin. Tschüss.